Ich bin ursprünglich ein Finanz- und Wirtschaftspolitiker und deswegen möchte ich nochmal einen ganz besonderen Akzent setzen. Wir reden über die 12 Empfehlungen der Europäischen Union. Wir reden über Depolarisierung, Deoligarchisierung, wir reden über Gender, wir reden über viele, viele andere Sachen. Aber natürlich ist die Europäische Union auch ein wirtschaftliches Projekt. Und ich würde wirklich empfehlen, dass wir uns auch über die wirtschaftliche Dimension austauschen. Wir werden einen gemeinsamen Markt haben, eine gemeinsame Landwirtschaftspolitik, was hier ein großes Thema ist, aber auch eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Das beinhaltet Gefahren und Herausforderungen, das beinhaltet aber auch Chancen, um eine Chance zu nennen. Es geht auch zum Beispiel um